Auf jeden Fall, Geduld zahlt sich irgendwann aus, aber es ist trotzdem okay, stur zu sein. Dann einfach das Vertrauen in sich selbst nie zu verlieren und dass einfach jeder Moment extrem schön ist und dass man den genießen sollte. Julia Dulmowitz, Snowboarderin. Also was mich am meisten fasziniert am Rennsport ist einfach, dass es ja, Frau gegen Frau ist und es geht einfach nur darum, wer jetzt schneller runterkommt und es sind immer Hundertstel Entscheidungen und da zu fighten macht einfach sehr, sehr, sehr viel Spaß. Aber ja, es ist auch voll cool oder eigentlich die Leidenschaft ist entstanden beim Tiefschneefahren und es gibt nichts Besseres für einen Snowboarder, wie wenn es jetzt einen Meter Powder dabei hat und dann geht man einfach voll in den Tiefschnee. Ja, es ist sicher so, dass man sehr konsequent an sich selbst arbeiten muss und ja, auch lernen muss, mit Niederlagen umzugehen. Und das ist sicher nicht immer einfach, weil man sie oft mehr von sich selbst erwartet, aber man wird nur stärker daraus. Ja, in meinem Sport geht es darum, wenn ich es ganz simpel erkläre, rot und blaue Tore zu fahren und danach schneller im Ziel zu sein als die Gegnerin. Also mein Sommertraining, das mache ich jetzt schon die letzten 3 Jahre auf Maui. Und das schaut so aus, dass die Insel einfach irgendwie alle Möglichkeiten bietet. Also ich trainiere bis zu 28 Stunden die Woche, also es ist schon sehr hart. Sonntag ist immer frei, das heißt, ich habe Urlaub im Paradies sozusagen. Und es ist dann so, dass ich zum Beispiel in der Früh aufstehe, Fitnessstudio, dann gehe ich kiten, dann direkt vom Kite Beach wieder ins Fitnessstudio. Und klar, man muss einfach schon sehr diszipliniert sein im Sommer, weil das ist einfach die Grundlage für den Winter. Und im Winter ist dann so, dass wir eigentlich immer auf Schneetraining unterwegs sind. Da verlagert sich das ganze Training einfach voll auf Snowboarden. Das ist auch gut so, weil deswegen mache ich es ja. Und da gibt es dann eigentlich nur mehr so Regenerationstraining dazu und natürlich auch Kraft, damit ich nicht mein Gewicht verliere, was immer wieder eine Herausforderung ist. Und dann in der Zeit nach den Rennen, also da geht es dann eigentlich darum, ja, wieder Kraft zu tanken, einfach zu relaxen und die ganze Saison Revue passieren zu lassen. Und es macht natürlich dann voll viel Spaß, wenn man dann einmal da sitzt und weiß, man hat was erreicht in der Saison und dann kommt eigentlich der wohlverdiente Urlaub. Ja, also es ist sicher ein bisschen eine interessante Geschichte, weil ich aus dem Südburgenland bin und ja, jetzt vielleicht das Südburgenland nicht das die Region ist für Wintersport und es hat so begonnen, dass ich einfach, ja, war immer auf Skiurlaub und habe dann die Snowboarder gesehen und wollte das unbedingt machen und habe dann von meinen Eltern auch zum Glück zu Weihnachten mein erstes Snowboard gekriegt. Und ja, ich bin ganz normal eigentlich in Burgenland aufgewachsen, bin dort zur Volksschule gegangen, dann Sporthauptschule in Güssing, habe alle verschiedenen Sportarten ausprobiert. Also ich habe freiwillig fast jeden Tag Nachmittag gehabt mit Geräteturnen, Basketball, Tennis, Tischtennis. Also ich habe echt alles durchgemacht, was so möglich war an Sport. Und dann bin ich weitergegangen ins Gymnasium Güssing, habe dort maturiert und ja, in der Zeit war ich halt schon im ÖSV-Kader und das Snowboardsport war einfach schon richtig Teil meines Lebens. Und wie ich halt dann das erste Mal im Europacup mit dem Snowboard, mit dem Flieger nach Mazedonien geflogen bin, habe ich mir gedacht, okay, wow, jetzt bin ich drauf und dran, das vielleicht irgendwie zu schaffen. Und da war schon das Riesenziel, einfach in das Weltcup-Team zu kommen und Snowboard-Profi zu werden. Was man braucht, ist definitiv Leidenschaft, glaube ich, für den Sport und man muss das wirklich aus Herzen machen. Aber jetzt die schulische Ausbildung braucht man nicht für Snowboarden, aber es ist einfach für mich wichtig fürs Leben und ich bin sehr froh, dass ich damals einfach die Schule fertig gemacht habe und jetzt ein Studium mache und nicht einfach nur den Sport mache, sondern einfach irgendwas, wenn dann der ganze Sport zu viel wird, macht es auch richtig Spaß, einfach in den Hörsaal zu gehen und einfach mal da zu sitzen und ganz was anderes zu hören, als einfach nur Snowboard-Thema.